Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fast 2 Millionen GoProfit-Plus-Karten sind zurzeit im Umlauf. Und immer noch treffen jede Woche rund 30'000 Neuanmeldungen bei uns ein. Schnell, sehr schnell sogar, hat sich nämlich umgesprochen, dass sich das Einkaufen mit der GoProfit-Plus-Karte lohnt. Und die zahlreichen Angebote zum halben Preis haben jeweils nicht lange müssen auf den Käufer warten. Engpässe wie am Anfang soll es allerdings nicht mehr geben. Auch nicht bei der aktuellen Damen-, Herren- und Kinderkollektion von Coop Naturalein, wo Sie jetzt in unseren Läden günstiger kaufen können. Profitieren von Coop Naturalein können aber nicht nur Sie, sondern auch Ihre Haut. Alle Textilien für die Coop Naturalein werden aus biologischer Baumwolle aus dem Partnerschaftsprojekt Maikal in Indien hergestellt. Ohne Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger wird sie dort auf übersehbaren Familienbetrieb angebaut, von Hand gepflückt. Und wenn gefärbt wird, nur mit schwermetallfreien Farben. Der Unterschied von Coop Naturalein zu der herkömmlichen Baumwolle spürt man übrigens sofort, auch wenn man nicht vom Fach ist. Sie fühlt sich weicher und feiner an und sie schmeckt auch ganz anders, weil sie nicht mit Chemikalien verarbeitet wird. Coop Naturalein vertreibt sich gut mit der Haut und der Umwelt und wird aber trotzdem den modischen Ansprüchen gerecht. Überzeugen Sie sich doch selber davon. Die Gelegenheit wäre, wie schon erwähnt, jetzt gerade günstig. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Nach dem Abstecher in die Welt der Mode, jetzt zurück an den Herd mit dem Rezept von Armin Amrain. Eine Vorspeise, wenn eine Leber rein, die man vorbereiten kann, ist immer praktisch. Vor allem, wenn man Gäste hat. Grüezi miteinander. Fein gehackte Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen im Brottanken kurz andämpfen. Die geschnetzelte Kalbsleber dazugeben und so lange mitdämpfen, bis sie die Farbe verloren hat. Ein bisschen abkühlen. Im Kötter fein pürieren und mit gedämpften Peperoni-Würfeln, rohem Hackfleisch, 2 Eier und eingeweichtem Brot gut mischen. Würzen und mit wenig Cognac abschmecken. Ein Glasform mit Specktranchen auslecken. Die Hälfte dieser Fleischmasse abfüllen. Eingeweichte Morcheln längs reinlegen und die Form mit dem Rest der Masse füllen. Alles nochmal mit Speck bedecken und im Wasserbad 50 bis 60 Minuten garen. Nach dem Abkühlen heisse Salz in die Form gießen und darin starren. In Tranchen schneiden und auf Salatblätter anrichten. Ein bisschen ausführlicher finden Sie das Rezept morgen in der Coop-Zeitung. Ich wünsche viel Erfolg beim Ausprobieren. Köstlich, weich und herrlich fruchtig sind die neuen Mao Minis von Mauam. Die Kaubonbons und Weichkaramell gibt es in den Aromen Himbeer, Erdbeer, Zitronen, Orangen und Krise. Und als weitere gute Idee hat es 8 Mini-Beutel im grossen Maxi-Beutel Mauam. Eine echte Bereicherung vom Sonntagsmorgen sind die feinen Silsergipfel. Im Tiefkühler 3 bis 4 Wochen haltbar, kann man sie bei Bedarf einfach schnell aufbacken und ist darum nie mehr um ein ofenfrisches Sonntagsgipfel verlegen. Die Silsergipfel kommen Sie jetzt in unseren Bäckereiabteilungen im Beutel an 5 Stück über. Gegen schlechte Gerüche hilft der Lufterfrischer Parodor Floral. Einfach die Schutzfolie entfernen und Parodor Floral verbreitet 4 Wochen lang einen angenehmen Duft. Parodor Floral, frische Luft dank Blütenduft. Erfrischend fürs Portemonnaie sind auch diese Woche wieder unsere Aktionen. 6 1,5 Liter PET-Flaschen Coca-Cola Classic oder Light kommen Sie 4 Franken günstiger rüber. Und Galaspaghetti im Viererpack sind 2 Franken günstiger. Süße Verführer kommen Sie mit der GoProfit Plus Karten über. Juju-Kuchen mit Schoki-Überzug für 2,50 und Bounty Minis für 3,95. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Einen ersten Ausblick auf die wärmere Saison haben wir Ihnen heute mit der neuen Coop Naturalein Sommerkollektion vermitteln. In einer Woche wird es dann auch wieder warm, aber ganz anders, nämlich mit rassigen Fondue-Tipps. Ich bin für heute am Schluss. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.